raus, ach bitterne. Standard. Drei Sorten Kusch im Reseller. Standard. Links Jasmin, rechts Sabrina. Standard. Frauen süß wie Baklava. Standard. Hi, wir sind zwei Drittel von Kitschkrieg. Fidschi, Fizzle und Ahudat, unser schwarz-weißes Auge, ist im Off. Für die musikalische Untermalung ist halt Fidschi verantwortlich. Ich kümmere mich dann halt darum, Songs mit den Künstlern zu schreiben und diese aufzunehmen. Ahudat macht halt alle unsere Fotos, Videos, Artworks und kümmert sich halt darum, das Ganze zu einem Produkt zusammenzufassen. London hat halt, ohne dass man sich das jetzt ausgesucht hat, enormen Einfluss auf uns gehabt und hat es halt immer noch. Ne? Also hast du in London so ein BBK-Ding oder sowas. Die machen halt viel selber und das hört sich am besten über ein großes Soundsystem an und das ist so unsere Inspiration. Standard! Da sind ja schon zwei Töne drin. Das ist ja Standard und wir haben quasi eigentlich nur den dritten Ton, also den Grundton dazu gemacht und schon hat man einen Akkord. Standard. Standard. Und dann kommt halt noch so ein rhythmischer Synth dazu und das ist Standard. Eigentlich schon die Grundlage für die Instrumentierung. Standard. Um dem Ganzen so ein bisschen Tempo zu geben und dazu kommen dann natürlich die Drums. Und der wichtigste Teil bei Soundsystem Musik ist natürlich der Bass. Das Besondere an diesem Bass-Sound ist, dass da so 7,5 Töne drüber immer so ein Ton mitspielt. Und dadurch hört sich das so ein bisschen an wie diese Rave-Orgel. Das ist halt so ein hausiger Sound eigentlich so. Und das kombiniert mit den Drums ist halt einerseits 90s Dancehall, aber mit diesem leicht elektronischen Touch so. Und dann gibt es einen zweiten Bass-Sound, den du irgendwie von Esky Dance oder so, weißt du, so diese ja. Grime-Rhythms. Mein Name ist Trettmann, ich bin aus Leipzig und ich singe und am liebsten auf Kitschkrieg Beats. Wurde der Track vorgespielt und war gerade frisch aus Jamaica zurück und noch so im Vibe und dann kam halt dieses Dancehall-Brett, so mit einem kinder 90s-Style auch und diesem rhythmischen Synth, der das auch noch so schön nach vorn treibt. Freaks komm raus nach Mitternacht. Standard. Drei Sorten Kusch im Reseller. Standard. Links Jasmin, rechts Sabrina. Standard. Frauen süß wie Baklava. Standard. Und beim Konzert ist das halt der Moment, ne? Also du kannst da halt die Musik runterziehen und der ganze Laden schreit halt Standard. Shoutout David Alaba. Standard. Nur Originale, kein Duplikat. Dem Tretti die Hookline gemacht hat, war der erste, der das gehört hat, Gringo. Und der hat den halt einfach, der Beat ging an, der Typ fing an zu rappen. Aua, oh oh, Gringo ist sauer. Und dann kam Ufo. Bleib auf Distanz, sie hat ein Riesen-Ass, ich trag wie die S. Der hat's halt, war genau das gleiche wie bei dem Gringo-Moment, der hat es halt einfach komplett gekillt. Also wer ist gerade am Start im deutschen Rap-Game? Wer sind die Originale sozusagen? Ja. Jizz ist klar, dass man den da mit ins Boot holt, weil man ihn halt auch sampled, war irgendwie ein genau. No-Brainer. Und jeder kennt mich, weil ich keine halben Sachen mache. Man sieht es halt, wenn der Typ auftaucht, das ist ein Original, da ist keine Frage offen. Und das macht er in seinem Verse dann halt sehr, sehr gut. 30.000 für die Uhr, heute Standard. Man hat ja immer so eine Idee oder eine Vorstellung, aber hier war es so, dass ich wirklich mit jedem Prozess, mit jedem Künstler, der dazugekommen ist, immer mehr ergeben hat. So. Und also den Beat damals gehört, natürlich noch keine Vorstellung gehabt, aber wenn ich heute das Video sehe, muss ich sagen, krass, es funktioniert und es ist halt ein Hit so und es ist auch geil, dass Kitschkrieg quasi drumherum die Vision hatten und es halt alles möglich gemacht haben. So. Freaks komm raus nach Mitternacht. Standard. Drei Sorten Kusch im Reseller. Standard. Links Jasmin, rechts Sabrina. Standard. Frauen süß wie Baklava. Standard.